doch niemals gedacht, dass in Deutschland 2018 die hässliche Fratze des Rassismus, des Hasses und der Gewalt wieder gesellschaftsfähig und fast zum Normalzustand werden. Umso wichtiger ist, dass ihr hier alle heute ein Zeichen setzt. Wie es vielleicht viele von euch schon mitbekommen haben oder ein paar von euch, war gestern hier in Landau eine Demo aufgrund der Gerichtsverhandlung gegen den Täter von Mia, hieß das Mädchen, die in Kandel umgebracht wurde. Der Täter hat 8,5 Jahre Gefängnis bekommen für den Mord und aufgrund dessen war gestern die Demonstration in Landau. Da ist man dann vom Marktplatz zum Gericht gelaufen, die rechten und die linken Demonstranten. Ich habe das davor nicht gewusst, dass die Demo ist, deswegen bin ich da auch nicht mit der Kamera hingekommen, sondern ich habe das mit dem Handy gefilmt. Es tut mir auch leid wegen den schlechten Aufnahmen. Aber auf jeden Fall habe ich versucht, so gut wie möglich ein bisschen was zu protokollieren, ein paar Aufnahmen zu machen. Ich konnte mich schlussendlich nur auf die linke Seite stellen, weil die Polizei dann schlussendlich gesagt hat, man kann nicht mehr auf die rechte Seite, wenn man schon auf der linken Seite ist. Und ich bin da halt ein bisschen später hingekommen. Also ich war zuerst auf dem Radplatz, dann habe ich da erst gemerkt, dass irgendwas ist. Und dann bin ich vom Rathausplatz mit Freunden zum Gericht gelaufen. Und dann sind da gerade die Rechten vorbeigelaufen, aber dann hat die Polizei gesagt, da sollen wir nicht hingehen, weil das könnte ja gefährlich sein und sonst was. Auf jeden Fall haben wir das dann gelassen und haben uns dann einfach dahingestellt, wie ihr auch auf den Aufnahmen seht. Auf jeden Fall habe ich da dann ein bisschen was aufgenommen, die Reden von den Leuten, die da waren. Eine gute Sicht war das jetzt zwar nicht, aber ich habe ein bisschen was mitbekommen und von der rechten Seite habe ich relativ wenig mitbekommen, außer halt auf dem Rathausplatz. Da gerade ein Krankenwagen vorbei. Ja, halt vom Rathausplatz habe ich ein bisschen was mitbekommen. Da waren auch Diskussionen. Da war irgendeiner gestanden, hat gesagt, ich habe nichts gegen Ausländer, aber die kommen hierher und sonst was. Keine Ahnung, da habe ich dann auch nicht mehr zugehört, weil ich dann schon weg musste. Auf jeden Fall habe ich da halt ein paar Aufnahmen dann am Gericht machen können. Wie gesagt, das war halt so, dass der Täter 8,5 Jahre bekommen hat für den Mord. Der wurde ja auch zuerst auf 14 oder 16 eingestuft vom Alter her. Und schlussendlich hat man dann doch irgendwie gesagt, der ist 18, 19, 20 rum und der wird trotzdem noch nach dem Jugendstrafrecht bestraft, also 8,5 Jahre. Ich blende euch jetzt einfach mal die Aufnahmen ein. Ich kann dazu nicht mehr so viel sagen, außer dass irgendwo wurde gesagt, die AfD-nahe Gruppierung, die sonst was. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt im Video sagen darf. Ich zensiere das mal. Auf jeden Fall war es einfach so. Ich habe ja schon ein bisschen was mitbekommen. Auf jeden Fall war es so, da war keine AfD-Flagge oder sonst irgendwas. Also es kann vielleicht sein, dass da Leute von der AfD dabei waren. Das kann schon gut sein, aber es waren keine AfD-Flaggen dabei. Wir müssen uns ja schließlich auf dem Boden der Tatsachen bereithalten und nicht anfangen, hier irgendwas zu erfinden. Auf jeden Fall schaut es euch selbst an. Ich kann euch leider nicht alles reinschneiden. Die Aufnahme ist ja jetzt schließlich schon 4 Minuten lang, also allein schon die Memo und Rachaufnahme ist jetzt schon fast 4 Minuten lang. Sprich, das Exportieren von einem Video wird Minimum 3 Stunden dauern und dann nochmal was hochladen. Das kann nochmal ein bisschen dauern. Schlussendlich weiß ich jetzt noch nicht genau, wie lang das Video wird, aber es geht über die 10 Minuten. Ja, guckt es euch einfach an. Was ich noch dazu sagen kann, ist, wenn man sich so die Nachrichten anguckt und dann merkt man so, ja, okay, Politiker sagen irgendwas, dann sagen die das halt. Aber wenn man dann auf einer Demo ist, wo halt richtig rumposaunt wird und sonst was, dann sieht man erst, was für eine Macht Politiker eigentlich haben können, dass es schlussendlich zu Mega-Demonstrationen wie auch in Chemnitz kommen. Ich kann jetzt zu Chemnitz nicht viel sagen, ich habe da nicht so viel Ahnung zu. Ich habe euch jetzt auf jeden Fall mal ein paar Aufnahmen gemacht von Landau vorm Gericht. Schaut es euch einfach an und dann sage ich schlussendlich vielleicht noch was. Ja, das überlege ich mir dann, weil ich habe noch nichts geschnitten.